Jeder hat schon mal von der Cosa Nostra auf Sizilien gehört. Doch in anderen Regionen Italiens haben andere Organisationen das Sagen. Rund um Neapel ist es die Camorra. Die Camorra gibt es seit über 200 Jahren. Anfang des neuen Jahrtausends ist die Zahl der Clans explodiert. Sie zählen mehr als 7000 Mitglieder. Die Folge waren brutale Bandenkriege zwischen 2004 und 2007. Hunderte Menschen kamen dabei ums Leben. Und die Auseinandersetzungen reißen nicht ab. Wer kämpft hier gegen wen? Ich fahre in den Norden von Neapel, in den Stadtteil Secondigliano. Von hier aus betreibt die Camorra ihre Drogengeschäfte. Oh my gosh, look at da drin leben Leute. Ich glaub's nicht. Oh, I can't believe it. Sieht verlassen aus, aber da wohnen Leute ohne Miete zu zahlen. Jedes dieser Gebäude ist ein abgeschlossener Drogenmarkt, den die Camorra beherrscht. Die Clans besetzen die Häuser und setzen jede Woche gut eine halbe Million Euro mit Drogen um. Guck dir das an. Die Hölle auf Erden. Überall Spritzen, kaputte Rohre und Ratten. Überall sind Einschusslöcher. Drogenabhängige aus ganz Europa versorgen sich hier. Die Einnahmen der Camorra werden auf jährlich 100 Millionen Euro geschätzt. Verrückt. Wir filmen und diese Leute beklagen sich bei mir, dass sie bald aus ihren Wohnungen fliegen. Warum? Gestern ist jemand da vorne ermordet worden. Die Nachrichten haben kurz darüber berichtet. Ein alltägliches Ereignis. Ein weiterer toter Camorristi. Andauernd werden hier Leute umgelegt. Der Grund ist immer derselbe. Drogenkriege sind Revierkämpfe. Einen anderen Grund gibt's nicht. Diese Gebäude sehen vielleicht total heruntergekommen aus, aber tatsächlich sind das Goldminen. Eine halbe Million Euro kann man hier jede Woche machen. Jemand spielt ein Machtspiel und will die Karten neu mischen und mehr für sich herausholen. Ich möchte wissen, wer das ist. Um das herauszufinden, muss ich Kontakt aufnehmen zu einer der abgeschottetsten Mafia-Organisationen der Welt. In Secondigliano stoße ich auf Helfershelfer. An die muss ich mich halten. Mitternacht. Ich warte auf einen Anruf. Hey, ciao, Paisan. Bis jetzt habe ich nur Absagen erhalten. Endlich ruft jemand zurück. Yeah, okay. Nur ein Kameramann. Nur ich und der Kameramann. Okay. Zwei Jungs, die als Aufpasser in einem Drogenrevier arbeiten, wollen mit mir reden, aber nicht ihre Identität preisgeben. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen Masken tragen. In 10 Minuten treffe ich sie, nicht weit von hier. Diese Jungs stehen ganz unten auf der Camorra-Leiter. Aber sie können mir helfen, weiter hinaufzusteigen. Was würde passieren, wenn jemand mitkriegt, dass ihr mit mir redet? Es ist für alle besser, wenn es keiner weiß. Ihr würdet getötet? Könnte sein. Ist alles schon vorgekommen. Welche Rolle spielt ihr in der Organisation? Wir sind Beobachter und kriegen alles mit, was passiert. Wie alt seid ihr? 16. Du auch? 18. Ihr steht ganz unten, aber ihr wisst sicher, was oben los ist. Ihr kriegt sowas täglich mit. Was ist also los? Gibt's Krieg in der Camorra? Dazu sage ich nichts. Wieso nicht? Aus Prinzip. Über manche Sachen redet man einfach nicht. Der Grundsatz der Verschwiegenheit. Trotzdem will ich wissen, was sie für die Camorra tun würden. Angenommen, ich möchte, dass ihr den Typ da für mich umbringt. Was würde das kosten? 10, 20.000 Euro? Für 25.000 würde ich's machen, aber in bar. 25.000 ist für euch viel, aber für einen Boss ist das doch nichts. Ein Euro vielleicht. So ist es eben. Ich hoffe, die Jungs müssen nie töten.
Denn solche Leute landen entweder selber im Straßengraben oder da, wo ich jetzt hingehe. Das Gefängnis von Secondigliano. Es liegt nicht weit von meinem Treffpunkt mit den beiden Aufpassern entfernt. Ich bin der Erste, der hier filmen darf. Die Sicherheitsbestimmungen sind streng. Nachdem ich die Behausungen draußen gesehen habe, erwarte ich hier drin das Schlimmste. Weit gefehlt. Die Außenanlagen sehen gepflegt aus. Die Häftlinge können Tomaten anbauen für die Pastasauce. Wenn ich hier so durchlaufe, dann denke ich, gerade war ich in Secondigliano. Da war es wirklich ekelhaft. Würde ich als Verbrecher dort leben, würde ich sagen, was muss ich tun, um eingesperrt zu werden? Hier sind die Böden sauber, die Wände, die Zellen sind tapeziert, die Beleuchtung funktioniert, die Installationen, alles. Die Leute halten ihre Zellen sauber. Los, sperrt mich ein! Ich will mit ein paar Häftlingen sprechen und rausfinden, ob sie zur Kamera gehören und ob sie reden wollen. Darf ich rein? Wir trinken einen Kaffee zusammen. Hey, grazie. Nur, dass ihr es wisst, ich bin kein Verräter. Wehe, da ist Gift drin. Kaffee und Zucker. Mit der Hand. Nicht das Plastik. Nur mit der Hand, nicht mit dem Becher. Okay. Setzen wir uns. Die Kamera. Die ist überall, oder? Die Kamera ist so alt wie Neapel. Ihr lebt damit. Ich habe nie dazugehört. Ich wollte auch nie was mit denen zu tun haben. Ich mache mein eigenes Ding. Wenn man in der Kamera ist, kommt man nie wieder raus. Keiner will so richtig raus mit der Sprache. Als ich im Knast war, haben wir immer beim Freigang geredet. Vielleicht finde ich im Hof gesprächigere Häftlinge. Erzählt mir von der Kamera. Ich gehöre nicht zur Kamera. Vor Jahren? Kannst du reden? Ein bisschen? Was ist mit der Kamera? Die Kamera, das weißt du besser als ich. Gehörst du dazu? Ich bin unschuldig. Sie haben mich nicht auf frischer Tat ertappt. Regiert die Kamera noch in Neapel? Du musst nicht antworten. Vergiss es. Immer das Gleiche. Keine Kamera und alle sind unschuldig. Entweder haben sie Angst oder sie halten sich an die Verschwiegenheitsregel. Als meine alten Kollegen und ich verhaftet wurden, hieß es auch immer, Mafia? Ich doch nicht. Die Bosse konnten es dagegen nie abstreiten. Sie waren ständig in der Zeitung. Hier ist es genauso. Die Bosse sind hinter Gittern. Ich muss sie finden. Die Bosse der Kamera sitzen in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Toskana. Auf meinem Weg dorthin erreicht mich ein Anruf von Michele Spina, einem hochrangigen Polizeibeamten. Er bereitet eine Razzia in einem bekannten Drogenumschlagsplatz der Kamera vor. Das ist der Plan für den heutigen Einsatz. Wir werden das Gebäude mit massiven Einsatzkräften stürmen. Seit 21 Jahren kämpft Spina an vorderster Front gegen den Drogenhandel in Neapel. Wir suchen mit der Hundestaffel nach Drogen. Wahrscheinlich sind sie in den Gemeinschaftsanlagen versteckt. Die bereiten sich auf die Razzia vor. Wahrscheinlich wissen sie noch nicht, wohin es geht. Der Leiter sagt es ihnen erst kurz vor Schluss, damit nichts nach außen dringt, was die Beamten gefährden könnte. Das ist eine Spezialeinheit. Die unterstützt die Beamten vom Drogendezernat, falls Unruhen ausbrechen.
Wann war der Unterschied? Unterwegs erklärt mir Spina, dass der Einsatz darauf abzielt, Drogen und Waffen sicherzustellen. Aber die Camorra ist vorbereitet. Das Gebäude gleicht einer Festung. Das ist ein ganz simples Schloss, aus Haushaltsgegenständen zusammengeschweißt. Aber wenn einer kommt, fertig, zu. Da kommt keiner rein. Es dauert 5 bis 10 Minuten, bis das aufgebrochen ist. Und bis dahin sind alle weg. Während die Hunde nach Drogen suchen, kümmert sich die Feuerwehr um die provisorischen Schlösser. Ich glaube, bei den Frauen handelt es sich um Mütter, Töchter und Ehefrauen von Camoristi. Die streiten die ganze Zeit mit den Polizisten. Die sollen doch froh sein, dass die Polizisten die Drogen beseitigen. Aber die sind sauer. Das ergibt keinen Sinn, es sei denn, sie haben was damit zu tun. Ich rede mit den Frauen, während die Beamten das Gebäude Stockwerk für Stockwerk auf den Kopf stellen. Sie haben was gefunden. Die Drogen waren in einer Treppenstufe versteckt. Ganz schön einfallsreich. Wo kann ich Drogen verstecken? Warum nicht in einer Schublade in einer Treppenstufe? Verrückt! Die Polizisten schätzen den Wert der Drogen in diesem Versteck auf 20.000 Euro. Kokain, Haschisch, Marihuana, alles da. Du gehst hin und kaufst, was du möchtest. Hier, die Tür. Alle Türen auf dieser Etage sehen ziemlich scheiße aus. Nur die hier nicht. Das ist eine schöne Tür. Und genau davor ist ein Drogenversteck. Das Gebäude ist vielleicht runtergekommen, aber da drin sieht's aus wie in einem Königspalast. Die müssen nichts befürchten. In der Wohnung ist bestimmt nichts. Das Drogenversteck ist draußen. Das kann man durch den Türspion beobachten. Aber ich habe nichts damit zu tun. Keine Ahnung, wo die herkommen. Es wundert mich nicht, dass die Polizisten mit leeren Händen wieder rauskommen. Die Leute, die in diesem Gebäude leben, haben gerade mal das Nötigste. Die haben bestimmt noch nie 20.000 Euro gesehen. Aber allein das, was in dem kleinen Versteck war, ist sicher 20.000 wert. Und davon gibt's hier jede Menge. Die Camorra hat die Türen bestimmt nicht verbarrikadiert, um das kleine Versteck zu schützen. Sicher ist es nur die Spitze des Eisbergs. Und von solchen Drogenhäusern gibt es Hunderte in der Stadt. Spina und seine Leute kämpfen gegen Windmühlen. Ich will die Bosse kennenlernen, die all das zu verantworten haben, und fahre weiter zum Gefängnis von Volterra. In Volterra ließen die Medici im 15. Jahrhundert eine Stadtfestung errichten. Sie dient heute als Hochsicherheitsgefängnis. Hier sitzen Bosse der Camorra wegen Drogenhandels, Erpressung, Entführung und Mord. Luigi Ferrante. Okay, grazie. Sie tragen keine Gefängniskleidung. Ich treffe sie in einem idyllischen Hof. Frag nichts, was dich interessiert. Was ist die Camorra? Eine alte Legende. Eine Gespenstergeschichte. Ganz genau. Camorra. Camorra bedeutet Macht, so wie Richter, Politiker. Das ist alles dasselbe. Seit es in Italien eine eigene Drogenpolizei gibt, sehen Sie überall die Mafia. Die Mafia, die Camorra. Die Typen meinen, die Camorra sei ein Mythos wie der Yeti. Warum sitzt ihr? Drogen.
Wenig? Viel? Nicht viel. Und du? Mich hat jemand verpfiffen und behauptet, ich hätte Hasch von Spanien nach Neapel und Florenz geschmuggelt. Wenn du als internationaler Drogenhändler verurteilt wurdest, muss es ganz schön viel gewesen sein. Angeblich 1000 Kilo. Der Typ sagt, ich wär's gewesen. Wie hoch ist der Straßenpreis? Weiß ich nicht. Es gehörte ja nicht mir. Der Verräter meinte, es wäre meins. Davon mal abgesehen, was kriegt man dafür? 2 Millionen Euro. Seid ihr Bosse? Die sind draußen. Aber hält man euch für Bosse? Mich nicht. Aber hier sitzen doch welche ein. Es hieß, ich hätte die Operation geleitet. Aber ich bin kein Mafia-Boss. Diese Jungs hat man für schwere Verbrechen eingebuchtet. Aber wie in Secondigliano heißt es auch hier, die Camorra gibt's nicht und wir sind unschuldig. Die wissen angeblich von gar nichts. Aber ich habe zu meiner Zeit oft genug mit solchen Leuten zu tun gehabt. Die sind vernetzt und gehören vielleicht sogar selbst zu den Bossen. Die beiden haben es verstanden, zu reden, ohne etwas zu sagen. Daran erkennt man, dass sie schon lange dabei sind. In Neapel bin ich mit ein paar jüngeren Leuten verabredet. Vielleicht erfahre ich von denen ein bisschen mehr. Ciao. Lu. Luigi. Lu. Carmine. Johnny. Luca. Luca. Giuseppe. Giuseppe. Joey. Freut mich. Gehört ihr zu einer Gang? Als wir jünger waren, ja. Wir haben uns mit den Leuten aus anderen Gangs geprügelt. Wir waren die Largo Baracca. Wir haben Zeug geklaut, wie Kinder. Als ihr noch klein wart, habt ihr da Tote gesehen? Sicher. Immer. Ihr seht aus dem Fenster. Wann war das zum letzten Mal? Gestern. Ich dachte, hier wäre es sicher. Es ist klar, dass diese Jungs nicht dazugehören. Aber sie kennen sicher ein paar Camorristi. Wenn ihr Leute von der Camorra seht, die Geld haben, Frauen und teure Autos, wie könnt ihr da widerstehen? Man sieht sie und dann sind sie plötzlich nicht mehr da. Mein Onkel war 25 Jahre im Gefängnis und sein Vater 30. Deshalb. Deinen Onkel will ich treffen. Er war in den 80ern und 90ern in der Camorra. Was hat er gemacht? Das ist seine Sache. Ich bring dich mit ihm zusammen. Soll er es dir erzählen, ich tu's nicht. Carmines Onkel war Killer eines Camorra-Clans und in Bandenkriege involviert. Damals wurde Secondigliano von der Di Lauro-Familie beherrscht. Aus diesem Clan spalteten sich die Sessionisti ab. Es kam zu einem lang andauernden Bandenkrieg, der mehr als 60 Menschenleben forderte. Höhepunkt der Auseinandersetzungen war die Verhaftung von Clanführer Paolo Di Lauro. Carmines Onkel war zu seiner Zeit aktiv an solchen blutigen Revierkämpfen beteiligt. Was war deine Aufgabe? Den Boss bewachen. Du hast auch Leute erschossen? Ja. Du musst es nicht zugeben. Aber wie viele Leute sollst du laut Anklage erschossen haben? Ich wurde nicht wegen Mord angeklagt. Sie haben es nur vermutet. Ungefähr. Keinen, einen, hundert, keine Ahnung. Gibt es unterschiedliche Tötungsarten? Man kann Leute erschießen oder man entführt sie und löst sie in Säure auf. Wie habt ihr es sonst noch gemacht?
Wenn einer was mit der Frau des Bosses hatte, haben wir ihm die Eier abgeschnitten. Weg damit. Und dann? In den Mund gestopft. Was gibt's noch? Auf den Tisch legen. Hier aufschneiden. Einen Käfig mit einer Ratte davor halten. Und die knabbert dann rum. Hast du das alles gemacht? Alle drei Sachen? Nichts. Woher solltest du sonst die ganzen Geschichten kennen? Was ist der Unterschied zwischen der alten Camorra und der von heute? Die Camorra war früher ganz anders. Es gab Regeln und Respekt. Heute? Früher sagte der Boss Schluss jetzt und dann war Schluss. Heute gibt es keinen Respekt mehr und die Leute töten einfach wann und wen sie wollen. Was ist passiert? Alles hat sich verändert. Eine neue Generation, kein Respekt? Eine neue Generation. Ja, in der alten Camorra gab es auch Machtkämpfe. Aber es gab wenigstens noch etwas, wofür man kämpfte. Heute fehlt die Struktur. Es ist chaotischer. Als ich noch dabei war, hat mir der Glamour gefallen. Erst später habe ich gemerkt, dass es gar nicht so toll ist. Frauen, Ausgehen, Klamotten, Geld, Kokain. Fehlt dir das? No. Lohnt sich nicht. Klappt nicht richtig. Ich wäre lieber pleite, als das wieder zu machen. Ich fühle mich freier. Vorher musste ich immer aufpassen, was um mich rum passiert. Jetzt bin ich freier. Tut's dir um die Leute leid, die du nicht getötet hast? No. No. Okay. Ich habe ziemlich viel mit Killern zu tun gehabt. Tyson weiß, wovon er redet. Und das kann er so genau und präzise, nur wenn er selbst dabei gewesen ist. Tyson ist ein Schwerverbrecher, der für die Taten, die man ihm nachweisen konnte, gebüßt hat. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität gleicht dabei einer Sisyphus-Aufgabe. Damals in den USA haben die Mafiosi in regelmäßigen Abständen keine Mitglieder mehr aufgenommen. Das diente der Konsolidierung. Sie wollten die Organisation im Griff haben. Hier scheint niemand die Camorra zu kontrollieren. Es wird vermutet, dass die Camorra 5-mal so viele Mitglieder hat wie die Mafia in Sizilien. Das sind viel zu viele. Da ist Chaos vorprogrammiert. Mord gehört auf den Straßen von Neapel zum Alltag. Polizeidirektor Michele Spina zeigt mir einige der Waffen, die seine Einheiten bei Razzien sichergestellt haben. Hier auf dem Tisch liegen eine italienische Pistole, eine israelische Uzi, eine tschechische Skorpion, zwei Schrotflinten, wahrscheinlich amerikanischer Herkunft, und zwei Kalaschnikows. Damit könnte man eine Armee ausrüsten. Waffenschmuggel ist ein einträgliches Geschäft für die Camorra. Angeblich rüsten sie auch Terroristen im Nahen Osten aus. Ist auch schon auf Polizisten geschossen worden? Im vergangenen Monat haben zwei Killer mit Pistolen und einer Maschinenpistole auf uns geschossen. Mit einer Uzi. Lag die im Wasser oder war sie vergraben? Sie war vergraben und sieht deshalb so aus. Wenn ich so eine Waffe sehe, die entweder in einen Fluss oder in einen See geworfen wurde oder vergraben war, dann weiß ich, die wurde benutzt. Ich wette, damit wurde jemand ermordet. Sie kämpfen jeden Tag gegen die Camorra. Ist das wie Unkrautrupfen, das immer wieder nachwächst? Es stimmt. Auch wenn wir erfolgreich sind, werden wir sie doch nicht los. Das ist ein täglicher Kampf.
Aber vielleicht gewinnen wir eines Tages diesen Krieg. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Die Straßen versinken in Anarchie. Gaetano Marino, einer der Sessionisti-Bosse, wird auf einer Strandpromenade vor den Augen seiner Familie erschossen. Die Polizei vermutet, dass eine rivalisierende Camorra-Bande den Anschlag verübt hat. Einen Killer habe ich schon getroffen. Wir treffen uns zu seinen Bedingungen. Jetzt bin ich endlich an einem Boss dran. Okay, ciao. I'll see you in a bit. Wir sollen uns auf einem Platz neben einer Bahnstation treffen. Entweder hat er Schiss um sein eigenes Leben oder er will mich umbringen. Der Mann, den ich treffe, will anonym bleiben. Er nennt sich Gino. Das ist nicht sein richtiger Name. Wenn sein Leben in Gefahr ist, gilt das auch für meins, solange ich neben ihm stehe. Was wäre, wenn man uns hier zusammen sehen würde? Dann wäre ich tot. Und mich bringen sie zum Flughafen. Dich würden sie auch töten. Ich will wissen, was Gino über den Mord an Gaetano Marino weiß. Wie war das mit dem Typen am Strand? Das war doch sicher ein geplanter Anschlag. Die haben ihm da aufgelauert. Ja, sie haben ihn in eine Falle gelockt. Sie haben ihn angerufen, er soll zur Promenade kommen. Sie wollten es nicht direkt am Strand machen, vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder. Und auf der Promenade haben sie ihn dann erschossen. Was ist deine Rolle? Sagen wir mal, ich kümmere mich ums Geld. Ich kontrolliere Drogenhäuser und die Aufpasser. In gewisser Weise bin ich ein kleiner Boss. Würdest du töten? Ohne zu zögern. Wenn ich den Befehl bekomme, mache ich's. Mischst du in diesem Krieg mit? Wenn jemand dein Revier betritt, abknallen. Wenn du draußen auf ein Mitglied eines anderen Clans triffst, wird er erschossen. Worum geht es bei diesem Krieg? Um Gebiete, um die Drogengeschäfte, die damit zusammenhängen, um viel Geld. Warum passiert das jetzt? Wegen des Bandenkriegs zwischen 2004 und 2007 in Secondigliano. Damals haben sich die Machtverhältnisse geändert. Die Einnahmen sind zurückgegangen. Und das ist ein Problem. Gibt es Überläufer? Wie kann man jemandem vertrauen? Man kann niemandem vertrauen. Hast du Angst um dein Leben? Weil es dir egal ist. Nein. Wir haben vor nichts Angst. Wer Angst hat, ist für so ein Leben nicht geschaffen. Aber ist es nicht so, dass ein Krieg ums Geld dazu führt, dass keiner mehr Geld verdient? Frieden bedeutet Gewinn. Wissen die das nicht? Doch. Aber wenn verschiedene Clans an dasselbe Geld ran wollen, gibt es unweigerlich Chaos. Außerdem müssen die Aufpasser bezahlt werden, die Soldaten, alle, die für den Clan arbeiten. Man hat eine Menge Ausgaben. Danke, dass du gekommen bist. Du hast echt was riskiert. Pass gut auf dich auf. Offenbar ist es den Sessionisti nie gelungen, die Ordnung innerhalb der Organisation aufrechtzuerhalten. Die Di Lauro-Familie nutzt diese Situation, um wieder an die Macht zu kommen. Mitglieder unterschiedlicher Clans wechseln ständig die Seiten. In der New Yorker Mafia gibt es Regeln, die so etwas wie Werte repräsentieren. Diese Werte mögen fragwürdig sein, aber sie erhalten die Organisation aufrecht. Und sie sind wichtiger als das Geld. So funktioniert diese Organisation. Hier in Neapel gibt es keine Regeln. Jeder macht, was er will und denkt nur ans Geld. Das kann nur in einer Katastrophe enden.
Wenn Geld das Wichtigste ist, dann ist Betrug unvermeidlich. Und darum geht es in diesem Krieg. Die Camorra verdient Milliarden mit Erpressungen, Waffenschmuggel und der Müllentsorgung. Das ist doch ekelhaft. Die Camorra kontrolliert die neapolitanische Müllabfuhr. Bei der New Yorker Mafia war das jahrzehntelang auch so. Aber die hätten den Müll nie auf der Straße gelassen. Dann hätte die Stadt ihnen nämlich die Verträge gekündigt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Es ist Mittag. So sieht das überall in Neapel aus. Wer kontrolliert hier eigentlich wen? Das da ist der Hafen von Neapel, das Zentrum des Camorra-Imperiums. Alles, was sie auf der Straße verkaufen, kommt an diesem Hafen an. Drogen, Waffen, gefälschte Zigaretten und Markenkleidung. Die italienische Regierung schätzt, dass hier durch diese illegalen Geschäfte jährlich 200 Millionen Euro an Steuereinnahmen entgehen. Die Camorra-Clans halten sich nicht länger an die alten Regeln der ehrenwerten Gesellschaft. Ich treffe mich mit Giovanni Bottini. Hey Giovanni. Er bietet Bootsausflüge für Touristen an und musste der Camorra dafür monatlich 2000 Euro Schutzgeld bezahlen. Doch selbst das reichte nicht. Was ist passiert? Sie haben mich mit der Pistole bedroht, mir ins Gesicht geschlagen. Es musste genäht werden. Sie haben mich weitergeschlagen und dann erst in Ruhe gelassen. Hattest du Angst um dein Leben? Ja, aber was soll man machen? Es muss weitergehen. Die Camorra steckte seine Boote in Brand. Der Schaden betrug 4 Millionen Euro. Giovanni ließ sich nicht einschüchtern. Er gründete mit anderen Geschäftsleuten eine Hilfsorganisation. Wenn du damals schon Todesangst hattest, wie ist das jetzt, als Vorsitzender dieser Anti-Mafia-Organisation? Man gewöhnt sich daran. Aber wenn man sich nicht gegen dieses Krebsgeschwür in unserer Stadt wehrt, wie soll es dann den Kindern einmal besser gehen? Früher gab es einen Grundsatz. Du darfst deine Opfer nicht zu sehr auspressen. Sonst springt er entweder über die Klippe oder er geht direkt zur Polizei. Genau das hat Giovanni gemacht. Er hat ja gezahlt. 2000 Euro pro Monat. Das reichte nicht. Sie wollten immer mehr, bis er zur Polizei gegangen ist. Jetzt sitzen 8 Leute im Knast. Das ist der Unterschied zwischen der alten Schule und der neuen. Ein ehemaliger Clanchef hat mit mir Kontakt aufgenommen. Er sagt, er wäre ausgestiegen, möchte mich aber trotzdem heimlich und anonym treffen. Ich vermute, er ist immer noch aktiv. Und die Morde gehen weiter. Gestern wurde ein Typ hier in Secondigliano getötet. Ein kaltblütiger Mord. Das Opfer wurde am helllichten Tag vor einem Café erschossen. Die Polizei geht von einem Racheakt für den Mord an Gaetano Mariano eine Woche zuvor aus. Allerdings gehörten beide zu den Cessionisti. Ein Racheakt würde bedeuten, dass dieser Clan von internen Machtkämpfen erschüttert wird. Der Krieg geht also weiter. Ist aus der Camorra eine Ansammlung von Cowboys geworden, die in Neapel wie im wilden Westen wüten? Vielleicht kennt der Boss, den ich treffen werde, die Antwort. Als ich ankam, hast du durch die Jalousien geguckt, als ob du was suchen würdest. Ich passe immer auf. 3 Jungs halten hier die Augen für mich offen. Bist du immer noch dabei? Nein. Aber ich muss mich trotzdem verstecken. Was hast du früher gemacht? Ich habe als Dieb angefangen. Dann habe ich Leute aus der Camorra im Gefängnis kennengelernt und habe mich ihnen angeschlossen. Was waren deine Aufgaben? Internationaler Drogenhandel. International Drugs. Mit den Kolumbianern. Ich habe den Handel überwacht und die Preise ausgehandelt. Den Vertrieb hat die Organisation übernommen.
Und wenn dir Leute in die Quere kamen, hast du sie ermordet? Ich habe das höchstens vorgeschlagen und die Organisation hat das dann entschieden. Hast du selbst getötet? Du sagst, du hast niemanden getötet. Aber die Drogen bringen täglich Menschen um und zerstören ganze Familien. Wenn du Geld verdienen musst, denkst du nicht daran, dass Drogen Menschen töten. Was hat es mit dem Krieg hier auf sich? Das ist kein Krieg. Das sind alles Kinder. Kleine Jungs. Diese Jungs gehören nicht zu den Bossen. Die Bosse sitzen alle im Knast. Die Typen sind krank. Das ist etwas ganz anderes. Zu meiner Zeit waren Frauen und Kinder tabu. Diese Jungs haben nichts im Kopf. Würden sie dir was tun, weil du raus bist? Nein. In der Camorra ist es wie in der Mafia. Wer aussteigt und einen Job hat, wird in Ruhe gelassen. Ich habe niemanden verraten. Sicher. Verstehe. Ich möchte wissen, was er von den beiden jüngsten Morden hält. Was sagst du zu den beiden Morden, von denen zu lesen war? Das ist ein mieses Pack, diese Leute, die an dem angeblichen Krieg beteiligt sind. Das sind alles Einzeltäter. Einzeltäter? Oder ist es nicht doch eine neue Generation der Camorra? Und noch dazu eine besonders skrupellose. Unter den aktuellen Bandenkriegen müssen nämlich auch Unschuldige leiden. Ich treffe einen Mann, der Furchtbares erlebt hat. Seine Tochter wurde bei einer Schießerei der Camorra als lebendes Schutzschild missbraucht und kam ums Leben. Die 14 Jahre alte Annalisa Durante stand mit ihren Freundinnen vor ihrem Elternhaus, als ein Killer der Camorra das Feuer eröffnete. Überall war Geschrei. Ich habe vom Balkon heruntergesehen. Da lag meine Tochter auf der Straße. Sie hatten ihr in den Kopf geschossen. Ich bin heruntergelaufen und habe versucht, sie wiederzubeleben. Sie hat nicht mehr geatmet oder irgendein anderes Lebenszeichen von sich gegeben. Meine Hände waren voll Blut. Sie haben ihre Tochter gesehen und trotzdem geschossen. Sie haben sie als menschliches Schutzschild missbraucht. Sie haben immer weiter geschossen, ohne Rücksicht auf das Leben meines kleinen Mädchens. Widerlich. Sowohl der Typ, der ihre Tochter festgehalten hat, als auch der Schütze. So kann man doch nicht leben. Früher gab es sowas nicht, wenn Kinder auf der Straße waren. Heute ist alles anders. Auch die alte Camorra war eine kriminelle Vereinigung, die viel Leid verursacht hat. Aber heute scheint die Gewalt keine Grenzen mehr zu kennen. Für Annalisas Vater soll der Tod seiner Tochter nicht umsonst gewesen sein. Sie gibt mir die Kraft, weiterzumachen. Sie drängt mich, anderen Menschen zu helfen. Ich habe ihr Tagebuch veröffentlicht. Mit den Einnahmen helfe ich den Leuten aus der Nachbarschaft, die Geld brauchen. Ich fühle mit Ihnen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Mann tut mir echt leid. Man muss sich das mal vorstellen. Genau hier, wo du aufgewachsen bist und wo deine Tochter aufwachsen sollte, wird sie erschossen. Das ist also die Camorra heute. Die laufen hier einfach rum und ballern los und überall sind Kinder auf der Straße. Wo bleibt da die Ehre? Where's the honor in that?
Meine letzte Nacht in Neapel. Noch einmal treffe ich mich mit der Polizei. Ich möchte erleben, wie sie die Bandenkriege auf der Straße eindämmt. Bewaffnete Staffeln patrouillieren in den Stadtvierteln. Nur mit solchen Rollern kommt man hier durch. Reguläre Polizeikräfte haben in diesem Viertel keine Chance. Das ist hier wie in einem Kaninchenbau, ein einziges Labyrinth. Selbst wenn man hier 20 Jahre lebt, kann man sich noch verirren. Ich verstehe gar nicht, wie man das kontrollieren soll. Zwei Typen auf einem Roller mit Integralhelmen. Das sind Killer. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn er zwei Leute auf einem großen Roller sieht, die Helme tragen, dann sind es mit größter Wahrscheinlichkeit Killer. In diesen winzigen Gassen, die rein und raus führen, ist es so, jeder, der hier rumläuft, jeder könnte gefährlich sein. Und keiner weiß, wer es ist. In den letzten 30 Jahren sind bei Anschlägen der Camorra mehr als 160 Passanten ums Leben gekommen. Doch Neapel versucht, sich zu wehren. Ich wollte herausfinden, worum es bei diesem Bandenkrieg geht. Wie immer sind es Geld und Drogen. Doch eins ist anders. Die neuen Camorristi kennen keine Regeln mehr.